Erzbischöfe von damals hatten einen großen Hofstaat und brauchten viele fahrbare Untersätze. Nachdem es keine Autos gab, wie jetzt sehr zahlreich, brauchten sie eine ganze Menge Pferde. Wir befinden uns hier an der Pferdeschwemme am Herbert-von-Karajan-Platz am Ende des großen Festspielhauses, das früher die große Pferdestallung war. Der Erzbischof Firmian, der sonst etwas zweifelhaften Rufes war, baute hier aber diese große Pferdeschwemme. Da mussten die Pferde, bevor sie in den Stall kamen, durch, um einmal so richtig sauber gemacht zu werden. Gleich hinter mir aber diese ganzen Bilder mit den Pferden drauf. Das hat dann unser alter Freund Fischer von Erlach, der uns jetzt schon öfter begegnet ist, als Architekt geplant. Der Grund war, Barock war sehr in und im Barock musste alles ganz sauber, schön, artig und symmetrisch aussehen. Denn genau hinter der Mauer war eine Lagerhalle. Und diese Lagerhalle war nicht besonders schön anzusehen, deswegen war es wesentlich attraktiver, hier diesen Bau so zu machen, dass man die Pferde sah. Der linke Teil, man sieht das sehr schön, wenn man davor steht, wurde weggerissen, um der Straße Platz zu machen, die durchs Neutor geht. Diese Straße und dieses Neutor wurden gebaut, als Mozart ein kleines Kind war, von einem Erzbischof mit dem Namen Sigismund von Schrattenbach. Schauen wir uns dieses Tor mal genauer an. Zur Erweiterung in den Stadtteil Riedenburg, der genau hinter mir liegt, wollte Erzbischof Sigismund von Schrattenbach zuerst den Berg durchbrechen lassen. Man sieht noch die Bemühungen, dass hier ein großer Steinbruch entstand. Man wollte den ganzen Berg durchgraben. Doch das gelang nicht ganz. Und so entschloss man sich, dass man eigentlich einen Tunnel graben könnte. Und das hat gut funktioniert. Diese 131 Meter eines Straßentunnels war das längste und größte Projekt seiner Zeit in Europa. Wirklich ganz interessant. Die Schräge nach oben, die wir von hier sehen, im Tunnel, machte es möglich, dass das Licht am Nachmittag genau durch das Tunnel fahr. Und dieses Licht hat es dann möglich gemacht, dass man mangels Straßenbeleuchtung dann trotzdem etwas gesehen hat. Interessant auch noch die Kosten. Die Kosten waren 5.600 Gulden. Zu seiner Zeit nicht viel Geld. Das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen aus jetziger Sicht. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass etwa das Jahreseinkommen von Mozart auch so hoch war und man immer davon ausging, dass Mozart wenig Geld verdient hat, dann stimmt entweder das eines nicht, dass Mozart auf hohem Niveau gejammert hat oder der Fürst Sigmund von Schrattenbach wirklich sehr günstig diesen Tunnel bauen konnte. Bausünden gab es zu jeder Zeit. Besonders schlimme Bausünden wurden aber sofort bestraft. Diese große Mauer mit den gemahlenen Pferden drauf hatte ja den Sinn, dass man die dahinterliegenden Lagerhallen nicht sah. Als man die Lagerhallen in eine große Bäckerei für das Militär umbaute, kam jemand auf die glorreiche Idee, die Mauer mit Fenstern zu durchbrechen. Das heißt mit anderen Worten, dort wo jetzt die Pferde sind, waren plötzlich große Fenster drin. Das sah aber offenbar so abgrundtief hässlich aus, dass man sehr schnell erkannte, welchen Unsinn man gemacht hatte und das wieder rückgängig machte. Jetzt hinter mir, beim Seiteneingang zum großen Festspielhaus, sehen wir zwei große Säulen. Da oben ruhen die zwei Göttinnen Europa und Asia auf ihren Einhörnern. Interessant dabei ist, dass das aus einer Kriegsbeute finanziert wurde. Salzburg hatte, wir sind jetzt im Jahr 1683, und bei der zweiten Türkenbelagerung von Wien Geld dafür bekommen, dass 800 Mann gestellt wurden. Diese 800 Mann schafften es ja, die Türken zu besiegen. Und das zweite, ein paar Jahre später, hat der Prinz Eugen von Savoyen Belgrad von den Ottomanen befreit. Und auch hier waren Salzburger dabei und auch hier floss Geld. Aus diesen Einnahmen entstand diese Statue.